Weiter geht's mit Alarm für Cobra 11 Under Motherfucking Cover mit dem letzten Survival. Dann steht, und wenn wir das geschafft haben, steht uns nichts mehr im Weg, außer dem Boss vielleicht. Aha. Das stimmt ja, wir haben ja unseren Razor. Haben wir eigentlich wieder was Neues? Piranha, Mablo, International. Transport, nö, wir bleiben beim Razor. Start. Ich mag den Razor. Wobei ich mag alle schnellen Karren. Oh, der da vorne hat auch einen Razor. How dare you? Du hast einen Razor. Eine Karre. So, ihr macht mal alle Platz. Ich hab euch alle überholt und euch ausgelacht. Ja, ich musste die Lache gleich mal verwenden. Die habe ich am Wochenende aufgeschnappt, die Lache, und sie gefällt mir. Sie passt so ein bisschen zu mir, oder? Hahaha. Na, die Tonlage muss ich noch ein bisschen anpassen. Aber ansonsten finde ich die Lache richtig geil. Ist halt eine Psycholache. Perfekt für mich. Denn ich bin der Rennpsycho. Und da jetzt Montag ist, also für euch ist jetzt Montag, dürfte, wenn ihr Glück habt und ich es geschafft und hinbekommen und überhaupt habe, mein neues Projekt dann auch heute noch sehen. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr Psycho sein. Wer weiß. Aber nur wenn es passt. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das da passt, die Psycholache. Ach, richtig langweilig, wenn man so lange in Führung liegt, oder? You don't say. Aber es macht Spaß mit dem Razor. Razor-like und so. Ach, solche Aktionen machen einfach Spaß. Und wie ich gehört habe, solange ich Spaß habe und ich dadurch auch gut fahre, habt ihr auch Spaß dran. Ist doch schön. Ich hab Spaß, ihr habt Spaß, wir alle haben Spaß. Jeder ist glücklich. Ihr schaut meine Videos gerne, ich mache sie gerne. Leroy, das hat mich wegen Speed gekostet. Nein, holla, da sind sie ja. Was macht ihr schon hinter mir? Weg mit euch! Deine Rivalen lassen echt auf sich warten. Naja, ich habe sie gerade eben auf der Strecke gesehen. Rückspiegel habe ich ja leider keinen. Hollalalalal. Verdammt mich. Jetzt habe ich doch mal wieder die Wand geküsst. So viel also zu der Perfect-Folge. Irgendwie es mal hinkriegen. Eine Folge ohne an eine Wand zu fahren. Einmal ein Perfect und so. Apropos, heute für mich ist jetzt gerade Sonntag, da war ja Formel 1 Tag mit unserem tollen Vettel hier, was er da hier im Qualifying und so abgezogen hat hier, war ja erst so eine Sache hier, letzter Platz starten, dann dritter Platz werden. Bist du so gut oder fahren die anderen so schlecht? Ich bin so gut. Ich fahr halt like a boss.
Like a Vettel. Wir Deutschen, wir können halt Auto fahren. Einfach der Musik lauschen. Oh oh, not good. So viel zu meinem Vorsprung. Da habe ich zu viel der Musik gelauscht. Du wirst mich nicht überholen. Du kommst nicht vorbei. Fresh D sagt nein. Und Computer sagt ebenfalls nein. Und wenn Computer nein sagt, dann ist es nein. Alter, geh weg! Spiel LOL oder sowas in der Art. Aber geh mir nicht auf den Keks. Sagte, geh mir nicht auf den Keks. Geh weg. Oh, schade, keine neue Bestzeit. Das ist langweilig, wenn man so lange... Hey, Sieger! Wer hätte das gedacht? Ebenso wie ich da den schönen Unfall gebaut habe. Ladidadida. Ha ha ha, ha 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 ha. Ha ha ha, ha 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 ha. Ja toll. McKennens Ende. Juhu, ich darf wieder den Boss down nehmen. Semi wird von einem mysteriösen Anrufer gewarnt, dass es einige seiner Konkurrenten auf ihn abgesehen haben. Wen wundert's? Semi ist skeptisch und fragt sich, was der Anrufer mit dieser Warnung bezwecken will. Er wird es bald erfahren. Hooray! Immer alle auf mich und uns und alles und bla. Türke! Mensch, McKennen, du alter Ire. Na, suchst du wieder einen zum Brötchen liefern? Man munkelt, dass du mit Chung Kim gemeinsame Sache machst und mich um eine wohlverdiente Kohle bringst. Du solltest aufhören, deine eigenen Drogen zu nehmen, McKennen. Kim sitzt im Knast und das ganz ohne Freigang. Dann ist es eben ein anderer. Meine Quelle ist zuverlässig, das weiß ich. Meine Kumpels hier und ich werden dir nun zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen und mich zu bescheißen. Ich sag ja, lass die Finger von den Drogen. Ey, du hast meine Karre kaputt gemacht! Niemand macht meine Karre kaputt! Außer ich selber! Mist, McKennen scheint eine Art aufladbaren Rammschutz zu besitzen. Seine Karre wird deutlich weniger beschädigt als die anderen. Sieht ihm eh nicht, seine Jungs zu opfern. Ich muss den Rammschutz zerstören, bevor er sich wieder aufladen kann. Nur so kann ich die Karre beschädigen. What is up? Alter, geht mir nicht auf den Sack. So, du gehst mal weg. Du kommst mir jetzt gleich mal her. Ich hol das Lasso raus! Wir spielen Türke und den Iren. So, ihr bleibt mal schön auf Abstand. Verstanden. So, und fritzeln.
Hä? Magst du, wie ich deine Karre behandle? Genau, haut ihn selber kaputt! Ihr seid die besten Angestellten der Welt! So, du gehst mir weg. Du mir auch. Ach, der Typ macht dich in die andere Richtung aus dem Stau. Auat. Auat. Finde ich aber gar nicht nett. Apropos gar nicht nett, einmal bitte komplett renovieren und so. Holla, ich glaube, da war ein bisschen Öl. Ich hatte keinen Grip irgendwie. Könnte aber meine Schuld gewesen sein. So, du willst mich hier austricksen? Du willst mich austricksen? Man muss aber früh aufstehen, Junge. Mongo, Junge! So, die anderen geht's einmal hier aus dem Weg. Bibelkreis! Bibelkreis! Leroy Bibelkreis! Genau, mach deinen... Und wieder so ein Kleinkrimineller, der keinen Schaden mehr anrichten kann. Großes Maul, aber keine Muskeln. Große Klappe, nichts dahinter. Und von dem Rammschutz habe ich aber auch nicht viel mitbekommen. Wobei, seine Kumpels haben ihn ja auch ordentlich selber in die Mangel genommen. Mein Kommentar? Biatch. Bensport Coupé. Bensport Coupé Polizei. Ben. Hui. Nette Karre. Nett, 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 nett. Damit wäre wieder mal ein Boss abgefertigt. Und ich weiß, es sind noch nicht 50 Minuten, aber. Wayne, der nächste Boss wird erst in der nächsten Folge angefangen. Also bis dahin, see ya, Leute.